lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Okay. Genau, weil irgendein NPC hat uns gesagt, wenn wir bei dem Plattfischgesicht lang genug irgendwelche Sachen machen, dass wir dann böse Aua bekommen oder so. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass eventuell ein Bossfight kommt, wenn wir das machen. Deswegen gehe ich da mal ganz kurz hin und danach gehen wir zum Bestienkleriker. So, einmal hier hoch. Bisschen Hardcore-Parkour. Zack, zack. Genau, lohnt sich Counter-Strike. So, links lang. Genau. Das Level-Design ist immer noch so heftig, ne? Es ist unglaublich verstrickt alles und alles führt zu allem, wo man schon bereits war. Es ist einfach super, super schön. Aber auch an manchen Stellen sehr verwirrend. Ich weiß auch nicht, wie man eine Karte machen könnte, die die Höhen und Tiefen so richtig abbildet. Und selbst dafür ist die Karte, die es jetzt momentan gibt in Elden Ring, ist schon echt super gemacht dafür. So, guten Tag, die Herren. Hier lang. Hier runter. Hier runter. Hier. Dann an den Ratten vorbei. Hip. So. Hier lang, hier lang, hier lang. Dann hier runter. War der auch schon vorher hier? Keine Ahnung. Wir gehen zum Plattfisch und hauen das Plattfisch einfach mal ein bisschen, ne? Oh, da guckt jemand, ne? Noch ein bisschen gegen, also nicht wundern. Immer noch weiter gegen die Nase hier. Die blutet irgendwie am meisten gefühlt. Leider kenne ich From Software. Es kann auch gut sein, dass wir da gefühlt 1000 Mal gegenschlagen müssen, bevor irgendwas passiert. Den beiden Wänden. Eine Sache kann ich mir noch vorstellen, nämlich wenn wir einen starken Hammer oder so benutzen. Nehmen wir das Ding. Zwei Hand. Aufwachen. Das war noch zweimal, danach gehen wir. Oh, warte, das war ein Miss. Eins. Und zwei. Okay. Gut. Das andere, was ich machen wollte, genau.
Im Osten zum Kleriker. Refugium der Bestien, genau. Gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Guten Tag, ich habe etwas für dich. Yes. I smell it. Death. Was? Feed it me. Tarnished. Bring more death. I shall grant thee. Klauenzeichensiegel, Bestienauge. Zeig her. Bestienauge. Ein Steinauge mit Krallenspur, erhalten vom Bestienkleriker Kurang. Er soll in der Nähe von Todeswurzeln zittern. Die trübviolette Iris macht den Eindruck, als wäre sie lebendig. Mein Hunger ist nicht gestillt, bringt mir mehr Tod. Können wir nicht nutzen. Okay, interessant, interessant. Wissen wir, was das ist. Und er hat uns noch irgendwas gegeben, was ich schon wieder vergessen habe, was es war. Was war das andere? Wisst ihr es noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, das hier. Das ist ein Zauberding, ne? Ein seltenes und heiliges Siegel von Kurang, dem Bestienkleriker. Je stärker ihr seid, desto mehr Macht verleiht es euren Anrufungen. Die Krallenspur steht für Kurangs Zorn. Verstärkt die von Kurang erlernten bestialischen Anrufungen. Man kann... Okay, wenn man dem mehr gibt, dann lernt man wahrscheinlich irgendwelche Zauber von dem. Cool. Für die nächsten zwei Streams sind meine Spenden bereit. Oh, okay, okay. Achso, man kann immer nur 2000 pro Dingens, ne? Sollen wir den Boss mal probieren? Ich meine, letztes Mal hat er uns komplett hops genommen. Probieren wir. Kostet ja nichts. Nehmen wir noch das mit. Gehen wir woanders hin. Warte mal, oh, scheiße. Kann ich meine Seelen noch mitnehmen, bitte? Ohne dich zu triggern. Hat ja gut geklappt. Danke, Lulstick. Danke für die Aufmunterung. Tschüss. Oh, es hat sogar tatsächlich doch was gekostet. Wir hatten nämlich die große Rune aktiviert. Ah, egal, ist jetzt nicht auch so. Ist jetzt nicht so schlimm. Sturmstück geht wahrscheinlich noch nicht. So, genau. Gehen wir. Gehen wir. Genau. Gehen wir wieder. Hä? Ich glaube, ich habe falschen Knopf gedrückt wahrscheinlich. Hier hin. Genau. Ich bin auch schon wieder eine Stunde. Ich habe keine Ahnung, wie die Zeit immer so schnell vergeht, ne? So, ich mache aber eine kurze Pause hier. Und wenn wir dann gleich weitermachen, gehen wir hier noch das Gebiet erkunden. Und dann gehen wir hier die Straße entlang an den ganzen Markern, die wir gemacht, uns gesetzt haben. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns nach der Pause. Bis gleich!
So, da sind wir auch schon wieder. Ich kann es kaum erwarten. Wir suchen wieder ein paar Sachen. Let's go. Hier ist so leer, ne? Also hier ist so viel freier Raum, als ob hier irgendwie ein Boss spawnen könnte. Was mit euch? Süß. Au. Ja, unsere Sprungangriffe sind sehr, sehr stark, by the way. Goldene Rune 3, sehr gut. Die bringt, ich glaube, 800 oder so. Hier sehen wir auch unsere ganzen Marker, wo wir nachher hinwollen. Aber wir gucken erstmal hier oben weiter. Ich bin übrigens immer noch ein wenig verliebt in das Spiel. Aber auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich sag's mal so. The Legend of Zelda Breath of the Wild ist eins meiner Lieblingsspiele. Und die gesamten From Software-Spiele seit Demon's Souls. Also Kingsfield habe ich jetzt nicht gespielt, leider. Aber alles, was ab Demon's Souls kam, gehört auch mit zu meinen Lieblingsspielen. Und die Mischung daraus ist halt Elden Ring. Und es fühlt sich so schön an, ne? Zeit vergeht schnell, weil Spaß. Richtig, richtig, richtig cool Stick. Okay. Was bist du? Oh. Oh. Kleiner Riese war hier, ha? Hat sich versteckt, der Gute. Xenoblade nicht vergessen. Ja, Xenoblade gehört auch. Aber mit Xenoblade hat Elden Ring relativ wenig zu tun. Würde ich behaupten. Übrigens, Lulzig, muss ich immer noch sagen, Xenoblade Chronicles X musst du dir echt mal antun, wenn du das irgendwie hinbekommst. Das ist anders als Xenoblade Chronicles 1 und 2. Aber ich mag Xenoblade Chronicles X sogar mehr, würde ich schon fast sagen. Naja, das heißt mehr. Aber auf jeden Fall ist es auch sehr, sehr gut. Ich habe den Drachen. Nice. Nice, nice, Caster. Wie viel Versuch hast du jetzt gebraucht? Lanzentalisman. Oh, Lanzen sind auch so böse in diesem Spiel. Wo haben wir unsere Talismane? Hier, Lanzentalisman. Ein Talisman mit Lanze und Ritter. Verbessert Angriffe zu Pferd. Okay. Ritter zu Pferde sind tödliche Gegner. Von ihrer erhöhten Position entgeht ihnen nichts und ihrem aufgeladenen Angriff ist kaum jemand gewachsen. Ja, da ich aber eh den Combat mit dem Pferd nicht so sehr mag, lassen wir das erstmal. Aber, ne, was man hat, das hat man. Zu viele, 6 bis 7. Boah, passt ja. Hab keine Wii U für Xenoblade Chronicles X. Kann es mir höchstens auf YouTube anschauen. Naja. Auf YouTube anschauen würde das nicht so viel Spaß machen. Kann ich mir gut vorstellen. Weil der Großteil vom Spiel ist halt die Open World, die du in Xenoblade Chronicles 1 und 2 nicht so wirklich hast. In Xenoblade Chronicles X hast du wirklich eine Open World, wo du von Anfang an theoretisch überall hinkommst und die ganze Welt zu erkunden und Materialien zu sammeln und so ist das, was gerade in X so viel mehr Spaß macht. Deswegen, also das muss man, wenn, dann selber spielen. Also würde ich dir nicht empfehlen, das irgendwo zu gucken. Ja. Oh, hinter mir ist auch einer. Oh, noch einer sogar. Aua.
Trinki, trink, trink. Au. Zack. Bop, bop, bop. Sei denn, ein gewisser Sean spielt es auf Twitch. Genau, genau. Dann kann man natürlich gerne zugucken.